Willkommen zurück bei eurem Lieblingswaldabenteuer, jedenfalls hoffe ich das, nämlich Smooshy Come Home, und wir sind immer noch im Ahornheiligtum. Und ja, es gibt hier noch einiges zu entdecken. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht eine als Räucherkerze umfunktionierte Eichel. Aber schauen wir mal, ob wir da noch ähnliche Sachen finden. Hier zum Beispiel. Sieht aus, als könnte ich das anzünden. Ja, und wir sehen da hinten auch ein Feuer und jemanden bei dem Lagerfeuer. Da sollten wir also wohl mal hin. Eine neue Pilzart entdeckt, dann schauen wir mal rein. Exodoporus frosti. Diese Art, die allgemein als Apfelröhrling bekannt ist, ist leicht an ihrer klebrigen roten Kappe und dem netzartigen Muster ihres Stiels zu erkennen. Wie viele andere Pilze ändert dieser Steinpilz seine Farbe, wenn er abgeschnitten oder angeschnitten oder gequetscht wird, insbesondere in einen blaueren Ton. Wenn er jung ist, gibt er bernsteinfarbene Tropfen auf der Porenoberfläche ab. Wissenschaftler nennen das ein Apfelröhrling. Es sieht überhaupt nicht wie ein Apfel aus. Wenn überhaupt, sieht es aus wie okay. Ich gebe auf. Es ist ein Apfel. Interessant. So. Wir machen aber weiter. Genug für Pilzkunde heute. Und der wird gleich angesprochen, dieser Kerl. Aber erst einmal gab es noch grüne Kristalle einzusammeln. Wow, cooles Feuer. Oh. Er sagt danke und dass du einen coolen Pilzhut hast. Wer genau hat das gesagt? Na, das Feuer natürlich. Das Feuer hat gesprochen? Sein Name ist Steve. Er ist ein bisschen schüchtern, mag nur mit mir sprechen. Na dann, hallo Steve. Er sagt hallo. Also, hast du Steve gemacht, oder? Aber hallo. Er wird heute eine Woche alt. Du hast das Feuer die ganze Woche über befeuert? Oh ja. Muss Steve nur immer ordentlich füttern. Feuer lieben es, Holz zu essen. Macht sie glücklich, nicht wahr, Steve? Ah, du bist auch mein bester Freund. Wie hast du denn so ein riesiges Feuer gemacht? Naja, Steve hat auch erstmal klein angefangen. Ich habe einfach meinen Feuerstarter benutzt und dann ging's rund. Dann hatte Steve Hunger, also habe ich ihn mit mehr Holz gefüttert. Und da sind wir nun. Du hast Steve mit einem Feuerstarter gemacht? Ja, nur ein Feuerstein und ein Stück Metall. Die reibt man zusammen und dann funkt es. Wenn du schnell genug reibst, dann bumm! Wow! Ja, schon ganz schön cool. Tatsächlich. Könnte ich dir auch ein Feuerstarter-Set geben, wenn du magst? Du könntest es benutzen, um deinen ganz eigenen Steve zu machen. Aber ich weiß nicht so recht. Könnte sehr nützlich sein. Was willst du denn dafür haben? Steve und ich stehen in letzter Zeit ziemlich auf diese grünen Kristalle. Hast du welche? Yep. Ja? Na dann? Okay. Wir geben dir ein Feuerstarter-Set im Tausch gegen 30 von diesen coolen Kristallen. Gebombt. Ja, Flamio! Du hast ein Feuerstarter-Set erhalten. Feuerstein und Stahl können Funken erzeugen? Wow, Wissenschaft. Wie benutze ich denn dieses Feuerstarter-Ding? Ist ziemlich einfach. Wenn du Feuerstein und Metall aneinander reibst, entstehen Funken. Aber du musst das richtig schnell machen. Denk daran, wenn du es mal benutzt.
klingt einfach genug. Danke, ihr beiden. Kein Ding. Na dann versuchen wir auch mal gleich diese Dinger anzuzünden. Ganz schnell hintereinander E drücken. Aber was habe ich jetzt davon? Nix. Rauch. Aber keine Ahnung wozu. Ja gut. Es wird sich schon noch auflösen. Wir haben ja noch ein paar mehr. Mhm. Noch ein paar grüne Kristalle. Die sollten wir einsammeln. Aber vielleicht machen wir hier gerade Feuerzeichen oder so. Also Rauchzeichen und wir kommunizieren mit jemandem und wissen es gar nicht. Es wäre nicht die verdrehteste Storyline in einem Spiel über einen kleinen Pilz, der nach Hause will. Okay, da oben ist noch eins. Na komm. Und da hinten. Mehr sehe ich davon nicht, aber ich weiß immer noch nicht, was das bringt. Okay. Ich fühle mal wieder eine starke Energie im Inneren und es ist klebrig. Wir werden also wieder schneller und diese Dinger waren jetzt unsere Blütenschreine oder so. Passt schon. Okay. Kann auch der uns vielleicht noch irgendetwas sagen? Wir haben ja im letzten Part gemerkt, dass wenn wir noch einmal mit den Leuten reden, dass sie hin und wieder Zusatz-Minispiele und Aufgaben für uns haben. Also ist Steve dein Sohn? Nein, ich bin noch nicht bereit, Vater zu werden. Steve ist mehr sowas wie ein Cousin. Oder, Steve? Du willst, dass ich dein Sohn bin? Aber ich bin älter als du. In Feuerjahren bist du älter als ich? Du bist gut, Steve. Ja, ich glaube, wir lassen die mal alleine. Die haben irgendwelche Adoptionsformulare jetzt wohl zu unterschreiben. Und gewiss noch ein paar Diskussionen zu tätigen, wer jetzt denn wen in die Familie aufnimmt. So, Leute, ich habe das Passwort, das mega geheime. Gebt mir explosives Pulver. Hi, ich bin's nochmal. Ich hab dir schon gesagt, dass... Bevor du anfängst zu schreien. Ich hab das Passwort. Also müsst ihr mich aufnehmen. Wie hast du... Ich hab mit der Gründerin eures Clubs gesprochen. Sie hat es dir einfach gegeben? Diese Verräterin. Nein. Ich hab's verdient. Genau wie ihr alle. Du meinst, du hast tatsächlich ihren Hindernisparcours überstanden? Yep. Wow. Niemand außer ihr hat ihn wirklich bestanden. Ich schätze, ich lag völlig falsch, was dich angeht. Naja, versuch andere nicht so schnell zu verurteilen. Und sei vielleicht netter zu den Leuten um dich herum. Das macht einen guten Anführer aus. Ein guter Anführer. Vielleicht war ich doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich werde mich bessern. Ich will ehrenvoller werden, so wie du. Sehr gut. Na gut, hiermit heiße ich dich. Warte, wie heißt du eigentlich? Ich bin Smooshy. Hiermit heiße ich Clubmitglied Smooshy willkommen. Endlich. Du hast es verdient, Smooshy. Geh rein und sieh dir das Clubhaus an. Okay, cool. Das ist ein wunderschönes Clubhaus. Mit tollen, tollen Sachen. Denn bevor wir uns das jetzt mal holen, holen wir uns natürlich noch die tollen Kristalle. Du hast explosives Pulver gefunden. Das bringe ich wohl besser nicht in die Nähe eines Feuers. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufnahme und gehe mal wieder.
Du bist jetzt ein offizielles Clubmitglied, Smushi. Aber vergiss nicht, dass du einen Eid der Geheimhaltung geschworen hast. Hab ich? Gib niemals irgendwem das Passwort. Kapiert? Okay, kapiert. Habe ich auch nicht vorgehabt. Willkommen im Club, Smushi. Du hast es wirklich geschafft. Danke. Also bist du jetzt der neue Anführer, richtig? Nö. Also ist dieser Klotz immer noch unser Anführer? Och, nö. Keine Sorge. Er hat gesagt, er wird jetzt netter sein. Naja, hoffentlich hast du ihn wirklich verändert. Dafür kann ich nichts, wenn nicht. Stein, Stein, Stein. Stein? Stein. Ja, vielen Dank für das sehr konstruktive, informative Gespräch. Okay, wir hätten jetzt also das Pulver. Ich frage mich allerdings ein bisschen, warum gibt es dann noch diese kryptischen Höhlen? Wir könnten jetzt zwar vermutlich einfach das Pulver mal anbringen, aber irgendwas muss in den Höhlen ja auch da noch sein. Na gut, lasst uns da einfach mal reingehen heute. Oh. Ich habe ganz vergessen, dass unser verbesserter Gleiter uns ja jetzt hier noch besser hin und her bringt. Aber jo. Neue Pilzart. Cantarellus sibarius. Diese Art ist allgemein als Girolle oder Pfifferling bekannt und eine sehr geschätzte, duftende sowie essbare Art. Sie werden oft in Gruppen gefunden und haben bekanntermaßen einen etwas aprikosenartigen Duft. Halten Sie also unbedingt an und riechen Sie an den Pfifferlingen. Diese Pilze riechen wirklich gut. Und sind sie auch essbar? Oh nein, was denke ich denn da? Yummy. Seht euch das nur an, diese Farbe, dieser Geruch, diese Form. Yum, 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 yum. Okay, das war es. Wir gehen hier jetzt mal schnell raus, bevor ich auch noch Hunger kriege und daran denke, Smushi zu panieren. Okay, die Musik fängt schon mal gut an. Aber was haben wir denn hier? Es ist einfach kreisrund aufgebaut. Ja. Ja, vielleicht brauchen wir diese Superessenz sogar, um in den kryptischen Höhlen gut durchzukommen. Aber mal sehen. Ich bin mir halt wirklich noch nicht sicher. Wir haben zumindest storymäßig hier keinen Grund herzukommen, bislang. Aber wir haben schon öfter Sachen gefunden, die sich erst später als relevant herausgestellt haben. Ein neues Passwort. 13310000. Okay. Ich hoffe, das ist nicht das Passwort, das wir geheim halten sollten für den exklusiven Steinclub. Aber passt schon. Ah, nee, da ist irgendwas. Zum Reintippen. Da hat jemand eine Notiz hinterlassen. Notiz lesen. Diese Höhle hört nicht auf, mich zu verwirren. Kurze Zeit nachdem ich reingekommen bin, bin ich auf dieses Artefakt gestoßen. Ich wünschte, ich würde seinen Zweck kennen. Aber es scheint verschlüsselt zu sein. Ich glaube, ein bestimmtes Passwort muss eingegeben werden, um es zu aktivieren. Ich habe schon viele Varianten ausprobiert, aber alle ohne Erfolg. Vielleicht liegt es ja irgendwo herum? Wie dem auch sei. Ich muss einen anderen Weg finden, um voranzukommen. Wer auch immer das hier liest, viel Glück. Also, eins. Okay. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Ich weiß jetzt halt nicht. Ach so, 1, 3, 3, 1.
die 1 und die 3, das sind jeweils die Positionen der Schalter. Okay. Ich dachte wirklich an eine Zahl, so von wegen eine Zahlenreihenfolge. Aber die man irgendwo eingeben müsste. Aber es ist ein bisschen anders. Ja, schön. Dann brauchen wir nur noch ordentlich abwarten, denke ich. So, aber wo sollen wir jetzt hin? Wir könnten hier lang, aber der bringt uns ja hier nach oben hin. Also denke ich, dass wir hier etwas finden. Aber es kann sein, dass da hinten auch noch ein Passwort gewartet hätte, das wir gleich brauchen werden. Naja, schauen wir uns hier einmal um. Wieder ein Rohr, Wasser. Ich denke fast, dass wir hier mehr Wasser brauchen werden. Damit vielleicht irgendwas überflutet wird oder so, keine Ahnung. Ja, und da ist wieder ein Schalter. Nee, es ist wirklich nur wieder eine Luftmaschine, eine Windmaschine. Irgendwas befindet sich da. Ja, da hätte ich jetzt anders springen müssen, oder was? Ja, da muss ich nochmal. Ach so, es ist einfach nur, wenn ich mich nicht irre, sind es einfach nur ein paar lila Kristalle. Lohnt sich jetzt eigentlich nicht unbedingt deswegen extra dahin zu gehen, aber passt schon. So, wartet mal. Nein. Kommt schon. So. Ja, was soll's. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's weiter. Eine weitere Notiz. Da hat jemand eine Notiz hinterlassen. Irgendwas wirkt komisch an diesem Raum. Als ob hier irgendetwas durcheinander wäre. Und ich glaube, das sind diese Statuen. Vielleicht waren sie vorher in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Ich dachte erst, ich schiebe sie selbst zurück. Aber ich habe Angst, sie anzufassen. Ich bin nicht abergläubisch, aber naja gut, vielleicht ein bisschen. Ich lasse die lieber mal so und finde einen anderen Ausweg. Aber wie soll ich die auch hin und her schieben? Ach ja, so vielleicht. Okay, gibt es eine Reihenfolge, die irgendwie klar ist? Es sind 3 Stück. Und eine hier. Also das Einzige, was mir auffällt, ist eben, dass die diese Hände haben. Und damit irgendwo immer hinzeigen. Scheinbar kann ich das auch nicht ändern. Ich kann die nicht drehen. Dann würde ich halt vermuten, dass die alle in die Mitte zeigen sollen oder so. Aber vielleicht auch nicht. So, jetzt würden die in die Mitte zeigen und der würde nach oben zeigen. Dann wäre es vielleicht, dass sie gemeinsam in ein bestimmtes Zentrum oder so hinblicken. Man sieht auch so eine leichte, so einen leichten Pfeil hier. Aber vielleicht stimmt es auch gar nicht. Und ich bilde mir das gerade nur ein. Nö, super. Eine Blume. Wieder eine schöne Springblume. Und hier ist etwas. Denke ich. Na klar. Noch ein paar Kristalle. Und ich fürchte dann fast, dass ich am Anfang der kryptischen Höhlen ein paar Kristalle habe liegen lassen. Weil ich glaube, ich bin nicht komplett da
in den einen Raum reingegangen. Naja, wird jetzt auch nicht so schlimm sein. Hoffe ich mal. Aber gucken wir uns das hier weiter an. Bisher werden die Höhlen ihren Namen gerecht. Das sind süße kleine Puzzle, die wir hier finden. Das ist schon niedlich gemacht. Das sieht nicht gut aus für mich. Dieser Abfluss scheint der einzige Ausgang zu sein. Aber ich kann da nicht runterschwimmen. Da scheint ein Rohr zu sein, das weiterführt. Aber das ist ja auch unter Wasser. Es muss einen Weg geben, das Wasser abzudrehen. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich bin in einer echt blöden Situation gerade. Ja, da müssen wir wohl hochkraxeln und eine Möglichkeit finden. Nehme ich an. Ja, klar. Okay. Ja, zum Glück haben wir hier gewisse Werkzeuge gekauft. Ja, super. Und wieder irgendwas zum Aufsammeln. Aber kann ich da runter? Nee. Ich soll auch hier raus, ja? Okay. Wartet mal, hier gibt es mehrere Wege. Aber heißt das, dass diese Höhle wirklich nur dafür da ist, dass wir uns diverse Kristalle hier besorgen können? Oder gibt es noch einen größeren Grund dafür, dass wir hier jetzt sind? Also es wirkt ein bisschen merkwürdig auf mich. Bin mir, glaube ich, nicht ganz bewusst, was die Relevanz von diesem Ort sein soll. Wow, aber auch so viele verschiedene kleine Räume. Ich habe echt Angst, dass ich hier enorm viel verpasst habe gerade. Bist du die Person, die die Notizen geschrieben hat? Oh meine Güte, ein Engel gekommen, um mich zu retten. Ich bin nur ein Pilz. Schwachsinn. Erleuchtest du gerade einen Weg in der Dunkelheit? Ja? Rettest du mich vor meinem Untergang? Ich schätze schon. Hast du ein Loch in den Felsen gesprengt mit deinen Engel-Superkräften? Nein, da war eine Bombe. Du bist ein Engel. Naja, ich danke dir für dein Kommen. Aber meine große Liebe ist noch in dieser Höhle verschollen. Er ist sehr langsam und braucht unsere Hilfe. Okay, okay. Also bist du mit jemand anderem durch diese Höhle gekommen? Natürlich. Meine große Liebe und ich trennen uns nie voneinander. Aber diese Höhle riss uns auseinander. Naja, ich erkunde die Höhle noch. Also wenn ich ihn finde, sage ich ihm, er soll dich draußen treffen. Okay? Wow. Gesprochen wie ein wahrer Engel. Ich weiß nicht, ob deine Art damit etwas anfangen kann. Benimm bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast eine Energiespore gefunden. Danke. Ich hoffe, wir begegnen uns wieder, mein Engel. Ja klar, das kriegen wir alles hin. Und eine neue Pilzart.
Mycina chlorophos. Mycina chlorophos ist mit seiner seltenen, biolumineszierenden Eigenschaft wirklich eine außergewöhnliche Art. Sein wunderschönes Leuchten hält nicht so lange an, wie man es sich erhofft, sondern hält etwa 3 Tage an, während es allmählich an Stärke verliert. Bewundere also diese faszinierende Art, solange du kannst. Ich bin offiziell eifersüchtig auf diese Jungs. Ich möchte auch eine leuchtende Pilzkappe. Naja, ich schätze, dieser Scheinwerfer zählt ja irgendwie auch. Ganz sicher. Dann gucken wir mal. Das heißt, irgendwo ist ihre große Liebe, ihr Partner, auch noch verschollen. Vermutlich ist er also der Notizenschreiber gewesen. Da müssen wir uns hier noch ein bisschen mehr umgucken, fürchte ich. Ah, okay, das wäre auch der Gang gewesen. Das heißt, hier kommen wir gar nicht raus, sondern es muss irgendwo anders sein. Aber heißt das der Abfluss? Ich spring mal rein. So. Da hinten ist irgendetwas. Aber da kommen wir von hier gar nicht hin. Also müssen wir weiter nach oben. Da sehe ich auch schon wieder eine Windmaschine. Aber noch keinen Schalter. Naja, wir können hier wenigstens die Wege relativ schnell erblicken. Das passt schon. Und da ist der Schalter auch schon. Hurra! So, schnell runterspringen. Und dann geht's mal rüber. Wer auch immer dort gerade sein mag. Wobei ich gerade sehe, und das tut mir leid, hier ist noch ein kleiner Kristallhaufen. Es hätte ja auch irgendetwas anderes sein können. Ich muss das jetzt irgendwie rechtfertigen, dass ich da noch rübergerannt bin, anstatt hiermit weiterzumachen. Aber sorry. So. Wir sind ja auch schnell wieder da. Okay. Feuerwerk. Und explosives Pulver. Also brauchen wir wohl auch in diesem Wald 2-mal ein gewisses Item, bevor wir damit vorankommen. Wir brauchen ja auch schon 2 Blaubeeren im ersten Wald, um weiterzukommen. Also brauchen wir wohl auch 2-mal explosives Pulver, um weiterzukommen. Ja, nee, aber ich muss jetzt immer noch nach ihrem Geliebten suchen. Vorher gehe ich hier nicht weg. Wo kann der sich denn befinden? Wo habe ich denn nicht genau nachgesehen? Ey, wenn der jetzt einfach nur hier irgendwie um die Ecke oder so ist, dass er irgendwo an einem total auffälligen Ort ist, dann ärgere ich mich. Ah, vielleicht hätte sie sogar noch einen Tipp gehabt, ne? Egal, wir gucken uns das jetzt einfach nochmal genau an. Dann wissen wir vielleicht auch mal Bescheid, ob sowas wie die aktivierten Sachen bislang, ob die auch weiter aktiviert bleiben. Ist ja doch immer nett zu wissen in so einem Spiel. Und ich meine, ich habe ja schon eine Kleinigkeit, die ich vorhin nicht gefunden habe, jetzt gesehen. Nämlich diese paar tollen Kristalle gerade. So. Hier war das Passwort. Genau, und da hinten war ich gar nicht.
Da könnte er sich hier irgendwo aufhalten, glaube ich. Ah, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Ist okay. Da muss ich ein bisschen gescheiter klettern. Und hier ist noch nämlich so ein Ding. Dann denke ich mal, haben wir den gleich. Das ist doch auch schön, ein Liebespaar wieder zusammenzuführen. Ja, hurra, da ist er. Meine Liebe, vergib mir. Wir werden nie wieder vereint werden. Hallo. Was? Oh. Du bist nicht meine Liebe. Ich, nee, aber ich weiß von wem. Die Höhle hat mich besiegt. Nein, wirklich, ich hab sie gefunden. Die Höhle hat uns getrennt. Es will nicht, dass wir zusammen sind. Klingt, als wärt ihr ganz schön verirrt gewesen. Ist es das, was du willst, Höhle? Dass ich alleine sterbe? Beruhig dich, bitte. Du wirst nicht alleine sterben. Ich hab sie schon gefunden, glaub ich. Sie wartet da draußen auf dich. Sagst du die Wahrheit? Yep. Ich hab sie vorhin gerettet. Sie war hinter einem dieser Felsen gefangen, genauso wie du. Wow, wir waren auf die gleiche Art gefangen? Das muss ein Zeichen sein. Unsere Liebe ist stärker als je zuvor. Ja. Richtig, genau. Naja, jedenfalls solltest du zu ihr gehen. Ich werde wieder mit meiner Liebe vereint sein. Yep. Nimm das, Höhle. Du kannst uns nicht voneinander trennen. Ja, genau, zeig's ihr. Bleib einfach auf dem Weg nach unten, bis du den Ausgang siehst. Ich stehe für immer an deiner Schuld, mein Pilzkamerad. Ich habe nicht viel zu geben, aber bitte, nimm dies als Dank. Du hast einen Seeverstärker gefunden. Blau wie das Meer. Warte mal, ich weiß ja gar nicht, wie das Meer aussieht. Oh, du musst mir nichts geben. Aber trotzdem danke. Es ist das Mindeste, was ich tun kann für meinen Retter. Und nun ziehe ich davon. Weg von dieser düsteren Höhle. Sei vorsichtig. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich kein großes Interesse an sowas habe wie Skins. Und das stimmt per se auch. Aber ich finde, es ist so schön in das Spiel eingebunden mit diesen Aufgaben, dass ich da schon mittlerweile auch wirklich ein Interesse habe, diese ganzen kleinen Geheimnisse herauszufinden. Der Wasserpilz, blau wie das Meer. Ja, der ist eigentlich auch ganz schön. Ich glaube, ich fand den grünen noch einen Ticken schöner, aber passt schon. Und dann rennen wir jetzt endlich mal auch heraus, glaube ich. Und werden womöglich es noch krachen lassen. Huihihi. So. Oh, guckt sie euch an. Unser Retter kehrt zurück. Unser Engel. Schön zu sehen, dass ihr es rausgeschafft habt. Oh, mutiger Pilz. Wir haben nur dir zu danken, dass wir wieder vereint sind. Wie wahr? Meine Liebe und ich waren auseinandergerissen. Ein Schicksal, das ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Aber nun sind wir für immer vereint. Und wir gehen nie wieder in eine Höhle. Ja, vielleicht ist es besser, wenn ihr einen großen Bogen um die macht. Ich glaube auch. So, möchtest du uns noch irgendwas Neues sagen? Nö. Ich arbeite an meiner nächsten Erfindung.
Die wird die Welt verändern. Wow, was ist es denn? Das ist ein Geheimnis. Nicht, dass mir einer die Idee klaut. Industriespionage ist in der Welt von Smooshy scheinbar ebenfalls vorhanden. Und das ist schade. Okay, also, genau, ich habe ja gesagt, wir lassen es krachen zum Abschluss heute. Denn wir haben zweimal explosives Pulver und hier sind zwei dicke Dinger. Hey, wie ist die Lage? Ich habe etwas von dem explosiven Pulver gefunden. Dein Ernst? Und ich habe sogar was zum Anzünden. Dann lass uns keine Zeit verschwenden, Kumpel. Renn weg. Schneller, weiter. Ein bisschen? Es hat tatsächlich funktioniert. Sieht aus, als hätten wir es ganz schön angeknackst. Aber hallo, Kumpel. Ich wette, noch ein dickes Bum-Bum und wir sind durch. Wir brauchen nur noch explosives Pulver und das war's. Also, irgendeine Idee, wo ich dieses explosive Pulver finden könnte? Vielleicht in meiner Tasche oder so? Kumpel, ich habe schon überall danach gesucht. Aber es gibt noch einen Ort, den ich nicht erreichen konnte. Die kryptischen Höhlen. Ach so, die, wo ich gerade war, oder wie? Ja, genau, die in der Nähe. Da konnte man nämlich auch sowas finden. Aber Kumpel, da ist es absurd dunkel. Nach zwei Schritten musste ich sofort umkehren, weil ich mir den Fuß gestoßen habe. So, ja, ich habe ja so eine Stirnlampe. Vielen Dank für den Hinweis. Hey, diese angeknacksten Gitter lachen mich aus. Sie sind so kurz vorm Brechen, aber sie brauchen noch ein weiteres Bum-Bum. Ja, ich habe sogar noch mehr explosives Pulver gefunden. Innerhalb von 10 Sekunden. Du hast was? Kumpel, ich habe dich doch die ganze Zeit gesehen. Wir standen uns doch direkt gegenüber. Aber egal, du bist der Beste. Ja, hoffentlich reicht das aus. Wird es, wird es. Lass die Show beginnen. Es ist geschafft. Wir haben es geschafft. Wuhu, ja, Mann. Endlich kann ich zum See auf der anderen Seite. Mein Zuhause. Da könnte es sein. Ich hoffe, das ist es, kleiner Kumpel. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Aber jetzt bin ich frei. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Danke, kleiner Kumpel. Ja, wie cool. Dann würde ich sagen, machen wir uns das nächste Mal auf. In den nächsten und vielleicht finalen Wald werden wir wirklich schon zu Smooshys Zuhause kommen. Irgendwie bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber hey, lasst uns mal gucken, was kommt. Bye, bye.